Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaubenszeugnisse hier bei KTV. Heute sitzt neben mir Dr. Christian Hennecke. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, Frau Gröning. Wir sind hier in der Schweiz beim Adoral-Festival und Dr. Christian Hennecke ist auf der einen Seite Leiter von der Abteilung Sendung im Bistum Hildesheim und auf der anderen Seite heute hier Gastsprecher vom Adoral-Festival, wo es um das Thema Kirche Christi, baust du mit, geht. Und das wäre jetzt auch mal meine erste, einfach ganz persönliche Frage an Sie. Wie und auf welche Weise bauen Sie denn Kirche mit? Wenn es eine persönliche Frage ist, dann ist es ja nicht zuerst eine Frage an meine Arbeit. Mhm. Aber natürlich auch. Also ich glaube, ich habe gelernt, dass ich Kirche mitbauen darf durch die Erfahrung, die mir geschenkt ist, Kirche zu sein mit anderen. Das heißt, ein Bild und einen Blick auf die Kirche zu werfen, der nicht von irgendwelchen Strukturen oder Erhaltung von Strukturen geprägt ist, sondern von meiner eigenen Glaubenserfahrung, von meiner Erfahrung, die sagt, das Zentrale des christlichen Glaubens ist für mich die Erfahrung einer Form von Begegnung, in deren Mitte Christus gegenwärtig ist. Das ist das, was mich am meisten bewegt hat und das bewegt auch all mein Handeln in den Kontexten, in denen ich beruflich unterwegs bin. Und gab es dann auch einen Moment, wo Sie das selber erfahren haben, dass Sie heute auf diesen Schluss kommen? Ja, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich 18, 19 war und danach dann immer wieder. Aber die Ursprungserfahrung ist eine Erfahrung, die ich damals nicht einordnen konnte. Mitten unter fremden Menschen, mir fremden Menschen zu sein, bei einem Jugendtreffen unseres Bistums und zu erfahren, ich bin zu Hause. Und warum bin ich eigentlich zu Hause? Was macht das hier? Denn ich bin ja nicht zu Hause. Ich bin an einem Ort, wo ich plötzlich spüre, ich gehöre dazu. Und da ist noch mehr. Da ist etwas, wo ich sagen wollte, das ist Gegenwart Gottes. Ich kam ganz verstrahlt nach Hause zurück, also begeistert, und versuchte meiner Mutter, meinem Vater, meinem Bruder zu erzählen, was ich erlebt hatte, und kriegte das nicht auch ins Wort, weil ich konnte was erzählen, aber das, was ich erzählte, war nicht das, was ich erlebt hatte. Ich hatte nämlich nicht eine bestimmte Sache erlebt, sondern eine bestimmte Präsenz, die dazwischen war. Und das hat mich bewegt, so bewegt, dass ich dann eigentlich den Rest meines Lebens, das darf ich wirklich so sagen, immer mit dieser Frage beschäftigt bin. Was heißt das genau? Wie kann ich das ins Menschen ermöglichen, dass sie das erleben können? Wie kann dieses Licht auch für andere erfahrbar werden? Okay. Ich habe bei Ihren Vorträgen schon aufgeschnappt, das Wort Kirche als Erfahrung von Gegenwart Gottes unter den Menschen. Das haben Sie jetzt auch gerade nochmal bestätigt anhand der eigenen Erfahrungen. Und dann haben Sie auch das Wort die Mystik des Zwischen geprägt. Das haben Sie auch gerade angedeutet. Jetzt wäre meine Frage, was verstehen Sie denn genau darunter, diese Mystik des Zwischen? Normalerweise, wenn man das Wort Mystik hört oder wenn wir das Wort verwenden, denken wir an etwas, das normalen Menschen nicht zugänglich sei. Für mich ist Mystik aber etwas anderes. Für mich ist das Mystik die Tiefe der Wirklichkeit, in der wir stehen. Und diese Tiefe der Wirklichkeit, die geprägt ist von dieser Gegenwart Gottes, von seiner Liebe, ist das, was den Kern des Christseins ausmacht. Und wenn das so ist, dann ist sozusagen dann benenne ich Mystik des Zwischens jene merkwürdige Erfahrung, dass Menschen so leben können, dass zwischen ihnen so eine Fülle ist, auch wenn sie sich gar nicht gut kennen, auch wenn sie völlig verschieden sind, auch wenn sie sogar andere Sprachen sprechen, dass sie aber erfahren können, ja genau, hier ist eine Kraft, eine Freude, ein Licht, aus dem wir heraus leben können. Und das meine ich damit. Es ist in der Heiligen Schrift wunderbar beschrieben alles, aber das kriege ich nur dann ins Leben, wenn ich selber erfahren habe und wenn ich selber daraus schöpfen kann. Und das ist, glaube ich, das, was ich damit meine. Natürlich setzt das eine bestimmte Art zu leben frei, die ich dann im Laufe meines Lebens lerne. Jüngerschaft geht dann sozusagen nicht alleine, sondern Jüngerschaft ist auch eine Form von Gemeinschaftserfahrung. Ganz natürlich passiert das dann, dass Menschen miteinander das lernen.
was im Neuen Testament unter gegenseitiger Liebe beschrieben ist, unter der Frage, wie man sich gegenseitig erträgt, wie man miteinander auf dem Weg ist, wie man sich austauscht. Und dabei, wie die Emmaus-Jünger die Erfahrung macht, huch, da ist ja plötzlich was mehr, das mein Herz brennen lässt. Mhm. Ja. Das heißt, Kirche als Erfahrung ganz stark geprägt auch durch Gemeinschaft und in Gemeinschaft. Dann haben Sie gesagt auch, das Ziel von Kirche ist nicht größer werden primär, sondern authentisch sein. Jetzt mal frei übersetzt, so wie ich Sie verstehe, auch verbunden sein miteinander. Auf welche Weise kann das denn heute praktisch gehen? Also meine Erfahrung an der Stelle ist immer, dass ich nicht den Eindruck habe, dass das nicht vorhanden wäre. Ja? Also wenn ich jetzt hier beim Adorai-Festival mit den jungen Leuten zusammen bin, glaube ich, dass das, was sie anzieht, hierher zu kommen und was sie dann auch dazu treibt, miteinander ein paar Tage zu verbringen, ja nicht einfach das schöne Wetter ist, sondern eher die Frage, wie kann ich das erleben und erfahren? Mhm. Und mir scheint, es ist auch ein Weg der Jüngerschaft, das, wenn man so will, das so zu leben. Also erstmal erfahre ich das als unglaublich starke Erfahrung für mein Leben und weiß vielleicht gar nicht, woher es kommt. Und dann mit der Zeit entdecke ich, wenn ich mit anderen, sage ich mal, das Evangelium teile, dann ergeben sich Erfahrungen, die mir das schenken und ich lerne Schritt für Schritt, wie ich mich auf einen anderen Menschen hin beziehe, wie ich mit ihm leben kann, wie ich mit ihm teilen kann. Und so lerne ich Schritt für Schritt diese, also eine mhm. Kultur des Miteinanders, die eben nicht einfach nur nett sein miteinander ist. Natürlich kann ich auch feiern und so, ist ja logisch. Aber die Art und Weise, die dann zugrunde liegt, ist dann mir immer wichtiger. Und ich werde sozusagen Mitakteur in diesem Punkt. Es ist nicht etwas, was ich mache. Das ist schon alles gemacht. Es ist schon alles geschenkt. Aber es ist sozusagen, man könnte es ein bisschen beschreiben, wenn ich Eisschlittschuh fahre, muss ich ja nicht das Eis machen. Das ist schon da. Mhm. Aber ich muss lernen, darauf zu fahren. Mhm. So ungefähr. Also, dass ich sozusagen einen Weg finde, wie das ist. Und ich merke, dass es viele Aufbrüche in der Kirche gibt, in denen das in sehr unterschiedlicher Weise gelernt, geübt, erfahren wird. Jetzt fällt mir ein, der Gemeinschaftsaspekt, den Sie betonen, der ist ja auch in Gott schon. Also Gott ist ja auch Vater, Sohn und Heiliger Geist und in sich Gemeinschaft. Kann man denn in dem Sinne auch, wenn man jetzt zum Beispiel in der eucharistischen Anbetung oder in der Heiligen Messe oder irgendwie in einer persönlichen Gebetszeit ist, wo jetzt keine anderen physischen Menschen anwesend sind, außer jetzt Jesus Christus in der Eucharistie zum Beispiel, da auch diese Gemeinschaft erfahren? Oder wie würden Sie das einordnen? Also ich glaube, dass, wie gesagt, die Grundwirklichkeit ist, dass wir schon alle miteinander verbunden sind. Und wenn ich in der Begegnung mit, in der persönlichen Begegnung des Gebetes, in der Gebetshaltung bin, bin ich natürlich ich und das Du, das Gott ist. Aber in dem Du, das Gott ist, sind auch immer alle drin. Mhm. Ja? Also ich sehe Gott in dem Sinne nicht zuerst als ein, der ist auch ein Gegenüber, ein ansprechbares Gegenüber, aber er umgibt mich auch und nicht nur mich, sondern Sie und alle, die hier in diesem Raum sind und miteinander zusammen sind. Wenn wir Eucharistie feiern, sagen wir ja auch, dass die ganze Gemeinschaft der Heiligen dabei ist. Mhm. Will sagen, ich bin immer in einer Gemeinschaft, ja, immer in einer Gemeinschaft, wenn ich mit Christus bin. Ja, und ob das immer explizit sein muss, also dass dann auch Leute neben mir sitzen, das ist nicht der entscheidende Punkt. Mhm. Denn die Wirklichkeit ist eben mehr als die physisch wahrnehmbare. Mhm. Ja. Spannend, ja. Dann haben Sie auch noch gesprochen von einer Blumentopfkirche. Das muss ich gestehen, habe ich vorher noch nie gehört. Ja, und jetzt können Sie uns vielleicht mal kurz mitgeben oder den Zuschauern, was ist das genau? Was hat das auf sich? Also, das kommt ja nicht von mir, sondern von meinem Freund, dem anglikanischen Bischof John Finney. Und Finney, der war bei uns bei einer Fortbildung, da hat er dieses Wort gebraucht. Und das lässt sich leicht merken und das vergisst man nie wieder. So. Und er sagte, klassischerweise hat sich Kirche immer zuerst verstanden wie so eine Pyramide mit einem klaren oben, einem klaren unten. Das ist
sozusagen das Verständnis einer bestimmten Zeit, ob das theologisch korrekt war, das war mal dahingestellt, einer hierarchischen Kirche. Und er sagte, im Zweiten Vatikanischen Konzil ist euch Katholiken, er ist ja Anglikaner, doch was Wunderbares passiert. Es ist sozusagen die Blumentopf-Church entstanden. Und das Blumentopfige ist ja, dass bei einem Blumentopf das sozusagen nicht so rum ist, sondern so rum. Das heißt, die Struktur und Institutionalität dieser Kirche ist sozusagen nicht das, was im Vordergrund steht, sondern sie trägt die ganze Wirklichkeit oder sie empowert die ganze Möglichkeit der Getauften. Aber die sind wiederum auch nicht nur für sich selbst da, sondern da geht es ja darum, dass sie in die Welt hinein wirken. Die Blumen. Ja? Und von daher Blumentopf-Church. Ich finde das ein schönes Bild. Es macht nochmal deutlich, welche Würde die Taufe schenkt, die uns alle gleichwürdig macht. Und dass es, wenn es Dienste und Ämter in der Kirche gibt, und das ist ja sinnvoll, dass es sie gibt, diese im Dienst genau daran stehen und nicht als Herrschaftsinstrumente missbraucht werden können und sollen. Ja. Das passiert, das wissen wir, und das ist in der Geschichte der Kirche ja auch passiert und passiert auch immer wieder. Aber das Ziel ist eigentlich nicht das, sondern genau umgekehrt, Ermöglichung des Wachstums um des Zeugnisses in dieser Welt willen. Okay. Ja, ich finde das Bild auch spannend, weil das zeugt von so einem Eingepflanztsein irgendwie. Ja. Und auch wiederum, dass wir ja in Christus eingepflanzt sind und dass von ihm eigentlich die Kraft kommt und dass wir dann in dieser Welt hinein blühen dürfen. So ist es, genau. Und was ich auch so schön finde an diesem Blumentopfbild, dass man ja auch umgetopft werden kann und trotzdem seinen Boden nicht verliert. Egal, wo man auf dieser Welt eingepflanzt ist, wir behalten die Wurzeln. Das finde ich auch. Ich finde, das ist auch die entscheidende Frage. Also dieses Umtopfen geschieht ja häufig in Zeiten des Umbruchs. In Zeiten der Transformation. Ne? Das ist ja auch eine Transformation für eine Pflanze, wenn sie umgetopft wird. Und die eigentliche Frage in solchen Zeiten ist immer die, wie ich Kontakt und Radikalität des Ursprungs bewahre. Das finde ich das Wichtige. Denn sonst ist es einfach nur eine Form, die ich verändere. Und nicht sozusagen die zeitgenössische Weise, den Glauben zu bezeugen, sondern zu sagen, ich bin verwurzelt in dieser Wirklichkeit, in dieser Lebendigkeit, um was zu geben. Verstehe. Was ich auch noch aufgeschnappt habe und sehr inspirierend fand, war dieses, es beunruhigt sie gar nicht, dass wir weniger werden. Jetzt in unserem deutschsprachigen Raum zum Beispiel die Kirchenzahlen, die zurückgehen. Es beunruhigt sie nicht, weil sie haben gesagt, es geht eigentlich darum, dass wir echter werden eben und dass wir auch zurückkommen zu dem Ursprung. Und Salz, das Bild haben sie verwendet, Salz und Licht, was wir als Kirche ja auch sind, ist in einer Suppe auch immer irgendwie konzentriert und muss gar nicht viel sein. Wenn man vom Salz in der Suppe spricht, man sieht das Salz nicht, ne? Man schmeckt es aber. Man kann es aber nicht lokalisieren. Also ich sag mal so, die Geschichte der vielen Christinnen und Christen bei uns hat viel mit Gesellschaftsstrukturen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu bestimmten Zeiten zu tun. Ist keine Norm des Christseins. Norm des Christseins ist, dass Menschen erfüllt werden von der Wirklichkeit Gottes, Schritt für Schritt, in unterschiedlichster Weise, an unterschiedlichsten Stellen ihres Lebens und einen Weg des Wachstums gehen können. Und ob das dann viele sind oder wenig, ist nicht das entscheidende Kriterium. Das entscheidende Kriterium ist, dass sie berührt sind und dass sie ihren Weg gehen. Was Gott mit dieser Welt und in dieser Welt mit uns wirken will, mit uns Christen, das wird er dann schon uns zeigen. Jeder findet dann seinen Weg in dieser Wirklichkeit. Okay, vielen Dank, sehr inspirierend. Kirche Christi, baust du mit, so lautet das Motto. Und darüber haben Sie viele Worte gefunden, viele inspirierende Worte. Und danke auch, dass Sie einiges davon jetzt hier auf KTV haben überschwappen lassen. Gerne. Und jetzt möchte ich mich auch noch bei euch bedanken, liebe Zuschauer, dass ihr eingeschaltet habt, hier bei KTV.